was um alles in der Welt. Wir haben eine Frau, die ist irgendwie ober... Oh mein Gott, ich hab's gesehen, Alter. Ihr müsst einfach zweimal hinschauen, um es überhaupt zu verstehen. Was? Yo, was Papi, Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und Ladies und Gentlemen, optische Illusionen, optische Täuschungen, Nieste. Wow. Meine Meistergebiete. Es gibt Dinge, da gucken wir hin und wir denken uns, ah, okay, ja, servus, Sepp. Dann gibt es aber wiederum Dinge, wo wir hinschauen und uns nur denken... Und genau diese Dinge schauen wir uns heute an. Denn in diesem Video müsst ihr zweimal hinschauen, um es überhaupt zu verstehen. Ihr werdet es nicht checken, ihr werdet komplett verwirrt, meine Damen und Herren. Aber ich habe auch noch eine Sache, wo ihr jetzt unbedingt zweimal hinschauen müsst, ob ihr das schon gemacht habt, okay? Unter mir steht irgendwo abonnieren. Wenn das noch rot leuchtet, schaut nochmal hin, leuchtet das rot. Klickt jetzt drauf, dann habt ihr nämlich den Kanal kostenlos abonniert. Ihr bekommt jeden Tag umsonst ein neues Video, Leute. Und dann habt ihr den Test der optischen Illusion bestanden. Danke an jeden, der abonniert hat. Kuss geht raus. Let's go mit den Illusionen. Okay, wieso habe wir da eine schwebende Katze. Sir, Katze, wieso schweben Sie? Ich bin maximal verwirrt. Wir haben einfach eine schwarze Katze, die sitzt da und sie schwebt über den Boden. Wieso fliegt sie? Seit wann können Katzen fliegen? Katzen werden die Welt erobern. 12 Sekunden später. Oh mein Gott, das ist einfach, oh mein Gott. Das ist einfach nur ein schwarzer Fleck im Boden. Ich hab's jetzt erst gecheckt, meine Damen und Herren. Das ist ein Holzboden. Und in dem Holzboden, wenn ihr da ganz genau hinschaut, vor der Katze ist ja so ein schwarzer Fleck, das sieht aus wie ein Schatten. Aber das ist einfach nur ein dunkler Fleck im Boden und deswegen sieht es so aus, wie wenn die Katze durch die Gegend fliegen würde, Katze Superheld wäre, Katze absolut Welt übernimmt. Okay, Ma'am, was machst du da, Isabelle, was machst du da, wieso knetest du deinen Bauch schon wieder mit einer Teigrolle, was? Okay, dieses Bild, ich bin maximal verwirrt, wir haben eine junge Dame und diese Dame knetet entweder einen Teig, den sie vor ihren Bauch hingerollt hat, um damit zu zeigen, yo, ich kann Teig kneten, oder sie knetet gerne in ihrer Freizeit mit einer Nudelrolle über ihren Bauch. Mit einer Nudelrolle. Leute, ich brauche eure Hilfe. Ich weiß nicht, ist das jetzt Teig oder ist das ihr Bauch? Wieso sollte man mit einer Nudelrolle über seinen Bauch kneten? Ich meine, was? Wieso? So, jetzt stellt euch gerne mal vor, was macht ihr gerne in eurer Freizeit? Jo, servus, ich bin der Seppi und ich gehe gerne angeln. Hallo, ich bin der Franz, ich gehe gerne auf den Bauernhof. Ich bin die Isabella und knete gerne mit einem Nudelholz auf meinem Bauch herum. Ladies and Gentlemen, eure Hilfe bitte. Stimmt ab. Ist das ihr Bauch oder ist das Teig? Stimmt hier oben ab. Ich sage, das ist irgendwie der Teig, der mit Absicht so hingemacht wurde. Weil wer um alles in der Welt sollte seinen Bauch kneten? Okay, was haben wir denn jetzt hier? Wir haben einen Mann, der einen Hotdog isst. Wir haben nebendran noch eine Person, die auch einen Hotdog hält. Hotdog, er ist sehr lecker. Wir gucken genau hin. Wir sehen, auf seinem Arm steht vegan. Okay, das... Für die, die es nicht ganz checken, ein Hotdog ist ja etwas, das eine Wurst beinhaltet. Wurst ist ja, wie man kennt, Fleisch. Und dieser Typ sagt, ey, er ist vegan, er hat sich auf den Arm vegan tätowieren lassen und isst einfach ein Hotdog. Logik, Abitur. Easter. Hä, das macht ja noch weniger Sinn als die Frau mit dem Nudelholz gerade, die ihr im Bauch geknetet hat. Das macht ja gar keinen Sinn. Wieso tätowiert man sich das, aber isst dann einen Hotdog? Ne, alles gut, alles gut. Wir haben zweimal hingeschaut, wir haben es verstanden. Weiter zum nächsten Bild. Alles klar, wir haben jetzt eine Wolke und diese... Oh, Wolke? Wieso Wolke? Wolke, willst du Stress oder was? Wolke, willst du Stress oder was? Komm her, Wolke, mal eins gegen eins. Ja, Die Wolke zeigt mir einen Mittelfinger. Wolke, wieso? Ich dachte, wir zwei Freunde. Ich dachte, wir für immer. Together forever. Wie Nudelholz und Bauch. Ich dachte, wir beide ziehen durch die ganze Welt. Von vorn nach hinten. Von links und rechts, Wolke. Wieso, Wolke? Also ich habe wirklich schon viele verschiedene Formen von Wolken gesehen. Irgendwelche Bären, irgendwelche komischen Körperteile, was auch immer. Aber ein Mittelfinger... Das ist mir dann auch neu. Naja, wir haben jetzt eine Hochzeit. Wunderschön. Herzlichen Glückwunsch. Freut mich für euch. Wunderschön. Ich wünsche euch viel Glück. Aber Moment mal. Moment mal, Jimmy. Wieso hast du ein McDonald's-Eis als Hand? Kennt ihr diese Eistüten bei McDonald's? Bestimmt, oder? Wieso sieht Jimmys Hand genauso aus, wie wenn er einfach nur auf seiner Hand so eine McDonald's-Eistüte hätte? Ich muss genauer hingucken. Sein Arm geht nach unten. Ich glaube... Oh Gott, das ist der Arm von der Frau, oder? Ja, ist das denn... Warte, was? Also ich glaube, dass das der Arm von
von der Frau ist, aber Jimmys Arm ist ja auch damit verbunden und überall sind Arme und ich... Nee, das muss der Arm von der Frau sein. Ich sag, das ist der Arm von der Frau, das wurde abgetrennt durch die Haare, sieht komisch aus. Sieht so aus, wie wenn Jimmy einfach ein Eis als Hand hätte, aber ich glaube, Jimmys Arm ist hinter ihrem Körper irgendwo vergraben und ihr Arm geht nach unten und ihr wisst Bescheid, überall Arme. Ich habe keine Ahnung, ich bin maximal verwirrt. Ma'am, Sie haben da was im Gesicht, Oh mein Gott, das ist ein Hund. Ich dachte, ach du Gott, ich dachte bis vor einer Sekunde, das ist ihr Gesicht. Ich wollte gerade richtig so geil machen. Ich find's nicht schlimm, alles super sagen. Leute, ich dachte bis vor einer Sekunde, dass das einfach das Gesicht von der Frau ist und die irgendwie, keine Ahnung, kann ja sein, dass die irgendeine Krankheit hatte oder was weiß ich oder irgendwas passiert ist. Und ich wollte schon sagen so, yo, es kommt auf die inneren Werte an, ist nicht so schlimm. Irgendwer wird sich schon finden. Aber es ist einfach nur der Hund, der nach oben kommt und sagt: Bruder, habe ich da was von Muffins gehört? Ohne Witz, wie kann man denn so ein perfekt getimtes Bild machen? Das ist wie gesagt eine Frau, die nach unten kommt, ein bisschen wütend und der Hund geht mit der Schnauze nach oben und tut einfach das Gesicht ergänzen und das Gesicht richtig komisch böse aussehen lassen, wie so Chewbacca irgendwie. Also, es verwirrt mich komplett. Okay, Timmy, wieso hast du so einen kleinen Kopf und so einen riesigen Körper? Timmy, das soll überhaupt nicht böse klingen. Das ist wirklich alles easy. Jeder ist so, wie er ist. Aber Timmy, wieso ist dein Kopf so klein? Ich bin maximal verwirrt, Leute. Das ist ein Körper? Ein ganz normaler Körper, der vor uns sitzt. Und Timmy hat den kleinsten Kopf der Welt. Also ich bin mir nicht sicher, ob da irgendwas falsch gelaufen ist, ob da irgendwas beabsichtigt ist. Ich habe keine Ahnung. Ich bin nicht gemacht für solche Bilder. Aber Moment. Wir sehen, links von dem Kopf sitzt noch jemand. Das heißt, das ist jemand. Oh mein Gott. Ach so, das ist jemand. Der hat sich einfach so auf den Tisch gelegt, quasi den Kopf so eingebuddelt. Ihr wisst Bescheid, den Kopf sieht man nicht mehr. Und der Kopf von dem davor, der ist jetzt auf seinem Körper und deswegen sieht der so mini aus. Ja, bin das Rätsel gelöst. Dankeschön. Muy grandes, speziales. Also für eine Sekunde dachte ich gerade, das ist der Junge mit dem kleinsten Kopf der Welt. Offiziell. Ich hätte ihn gern kennengelernt. Okay, jetzt haben wir wieder einen kleinen Jimmy, der neben seinem Dad steht. Beide stehen da und Jimmy hat die größte Hand der Welt. Was? Was ist denn? Okay, wir analysieren. Wir haben einmal den Vater links, er lächelt. Alles gut, alles schön. Wir haben den kleinen Jimmy, der links eine ganz normale, also seine rechte Hand hat eine ganz normale Größe, aber seine linke Hand ist größer als meine Zukunft. Okay, Jimmy, wieso um alles in der Welt? Ist das die Hand von deinem Dad? Das muss, aber wo ist dann Jimmys kleine Hand hin? Ich verstehe nicht, ist sein Dad etwa durch das T-Shirt so durchgegangen und hält die Hand raus? Ist das beabsichtigt? Greift er irgendwie hinten im Rücken rein und geht da raus? Wo ist Jimmys normale Mini-Hand? Stell euch mal vor, die Familie ist einfach so, das ist ganz normal, Leute. Stell euch mal alles vor, der Vater hat die rechte Hand groß, die linke Hand klein und Jimmy hat die rechte Hand klein und die linke Hand groß. Wenn irgendwer Stress macht, Jimmy zeigt einfach seine linke Hand, sagt, Bruder, willst du eine Schelle? Willst du wirklich eine Schelle haben, Alter? Die laufen weg, die laufen alle weg. Jimmy unbesiegbar. Kellner, ich würde mich ganz kurz gerne beschweren. Ich habe ja hier eine Cola bestellt. Genau, die Cola ist ja alles super, alles schön. Eiswürfel sind oben drauf. Aber wieso habe ich ein Gesicht in meiner Cola? Das verwirrt mich jetzt ein bisschen, ist ein bisschen gruselig. Das sieht so aus, kennt ihr in diesen Horrorfilmen, wo irgendwie unten im Keller immer so ein Labor steht mit so verschiedenen Gläsern und da sind so ein bisschen Gesichter, Köpfe drin und so. Genau so sieht meine Cola aus. Aber nein, alles gut, das ist nicht das, was wir denken. Das muss irgendwie eine Spiegelung sein. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Vor allem das Gesicht sieht sehr creepy aus, Leute. Könnt ihr das erklären? Wisst ihr, wieso das ist? Ich check es ehrlich gesagt nicht. Ich habe absolut gar keine Ahnung. Okay, was ist denn das jetzt? Wir haben eine Frau, die irgendwie am... Warte. Hä? Warte, okay, ich check gar nicht. Wir haben irgendwie Haare, die im Wind fliegen und... Oh Gott, die Frau hat eine... Die hat die gleiche Hose... Oh Gott, die Hose hat die gleiche Farbe wie das Meer im Hintergrund. Alter, ich dachte gerade, ich drehe komplett am Rad. Ich war wirklich komplett weg. Wir haben eine Frau, die hat eine blaue Hose an und diese blaue Hose ist genau die gleiche Farbe wie das Meer im Hintergrund oder der Himmel im Hintergrund, wie auch immer. Und das heißt, dass einfach ihre Haare
in der Luft fliegen und es so aussieht, als hätte sie keinen Unterkörper. Bruder, Alter, was sind das für Bilder? Ach, jetzt haben wir noch Alfredo. Alfredo, was machst denn du? Da, Moment mal, der sieht aus wie Unge. Warte. Das ist Unge. Wir haben Unge auf einem Bild, der einfach nur da steht und 8 Meter groß ist. Die Leute im Hintergrund gucken ihn auch an. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ich denke mal, oh mein Gott, Leute, kann es sein, dass das irgendwie so eine Miniatur ist? Also das heißt, dass das alles so aufgebaut wurde aus Plastik und keine Ahnung, so eine quasi Fake-Stadt. Und der steht vor dieser Fake-Stadt oder ist das, drehe ich einfach komplett am Rad? Wenn es euch gefallen hat, lasst noch einen Daumen nach oben da, Leute. Würde mich sehr, sehr freuen. Und falls ihr noch neu seid auf diesem Kanal, lasst noch ein kostenloses Abo da. Vielen, vielen Dank für euren Support. Kuss geht raus. Checkt dann das letzte Video ab von gestern. Hier, das ist dieses Mal keine optische Illusion Dingsbums, sondern klickt drauf und dann kommt ihr zum Video. Da geht es nämlich um Spielzeuge, die verboten wurden und sehr wieder doch zwei. Ja, ihr klickt drauf. Komm, tschüss.